Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, Sie heute Abend zu unserer zweiten Gesprächsreihe begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Alexander Kruse-Mertin und der BFFS freut sich sehr, heute Abend Bukit Alakush als Interviewpartner hier zu haben mit ihrem Film Einmal Hans mit scharfer Soße. Das Interview führt Stefan Schad und nun möchte ich auch gleich übergeben, da wir ein enges Zeitfenster haben und ich freue mich auf interessante Fragen und noch interessantere Antworten. Ja, vielen Dank. Es ist tatsächlich so, ich muss kurz eins vorneweg schicken, wir haben tatsächlich ein sehr enges Zeitfenster von genau einer halben Stunde. Bukit Alakush muss sofort weiter um halb und hat noch wichtige Verpflichtungen heute Abend. Unter anderem läuft ihr Film heute Abend. Und sie will mit ihrem Team rechtzeitig da sein, wo sie eben sein will. Ich habe einen Fragenkatalog vorgelegt bekommen vom BFFS, den ich hier an meine Interviewpartnerin richten soll. Als ich gefragt wurde, ob ich das machen will, habe ich gedacht, ja klar, das finde ich total interessant und muss ich den Film auch ansehen und so weiter. Und dann stellte sich aber später raus, dass ich einen Fragenkatalog hier abarbeiten soll. Und ich sage mal, spinnt ihr eigentlich Fragenkatalog? Was soll das hier? Ich will doch nur einfach ein interessantes Gespräch führen. Ich habe mich total geweigert, dann wurde ich aber ein bisschen bearbeitet. Dann habe ich mir diese anderen Videos vom letzten Jahr auf YouTube angeguckt, kann ich sehr empfehlen. Auf der BFFS-Internetseite kann man die alle anschauen mit Lars Kraume, ein ganz tolles Gespräch. Und auch ein ganz tolles Gespräch mit Matthias Tiefenbacher zum Beispiel. Und da werden auch diese Fragen gestellt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich stelle diese Fragen hier. Die sind sau toll. Ich muss aber vorneweg eine Frage stellen, die hier nicht drin steht. Bukit Alakush, haben Sie ein anatolisches Dorf im Hinterkopf? Also als erstes wegen den schwierigen Fragen. Ich habe Abitur. Also ja, und ich hoffe, dass ich die Fragen beantworten kann. Also wenn da irgendwelche komischen Fragen sind, dann... Also ich habe kein Abitur, das heißt, wenn ich die Frage nicht verstehe, stelle ich sie nicht, okay? Okay. Und... Ganz dicht, okay. Anatolisches Dorf. Also ich glaube, dass viele Menschen, die aus verschiedenen Kulturen kommen oder verschiedene Kulturen in sich tragen, so bestimmte Dinge aus dem Elternhaus mitschleppen. Und ich habe natürlich ein anatolisches Dörflein in meinem Kopf, klar. Also was es mit dieser Frage auf sich hat, darauf werden wir später in diesem weiteren Verlauf dieses Gesprächs noch kommen. Das ist ein wunderschönes Bild aus Ihrem Film, das immer wieder auftaucht. Dazu aber später. Mhm. Meine erste vorgestanzte Frage an Sie. Bereuen Sie es gelegentlich, Regisseurin geworden zu sein? Oh, was für eine Frage. Also manchmal überlege ich, wenn ich diesen Job nicht hätte machen dürfen, ob ich noch was anderes kann. Aber ich kann nichts anderes. Also das ist mein Schicksal. Und klar, manchmal läuft alles schief, wie heute. Ich habe meine Dankesrede von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr morgens geschrieben, reingetippt. Dann sitze ich im Zug und merke, dass irgendwie der Zettel fehlt. Und den hat mein Sohn. Zu Hause, natürlich. Und als ich angerufen habe zu Hause, sagte er nur, er malt gerade Spider-Mans drauf. Also, kann man leben, aber ich bereue es eigentlich nicht. Eigentlich ist es eine Möglichkeit, ganz viel zu träumen. Also es ist schon ein Job, wo man sehr privilegiert ist. Also wir sind ja ein Berufsverband, insofern engagieren wir uns auch vor allem sozial und interessieren uns für Fragen diesbezüglich auch, was unsere Mitglieder betrifft. Insofern auch die Frage an Sie, wie ist das mit Regisseuren? Also Schauspieler sind sehr oft von langen Arbeitslosigkeitszeiten betroffen und müssen sich über Wasser halten. Wie ist das für Sie? Ach, ich glaube, es ist immer unterschiedlich. Also ich bin ja auch frei, also die Jobs fliegen nicht auf mich rum. Ich habe so einige, 2, 3 Produzenten und die haben dicke Waden und dann beiße ich rein. Super. Ich gehöre zu den Langstreckläufern. Es gibt viele Produzenten, die dann sagen, oh, muss diese Geschichte denn sein und so. Wo ich dann sage, ja, ja, ja. Und dann manchmal dauert es auch 11 Jahre. Ja, man muss schon einen langen Atem haben. Absolut. Da kommen wir auch später noch im Zusammenhang mit einer anderen Frage, wie man Projekte plant und auf die Beine stellt dazu. Noch die Frage, wann wussten Sie eigentlich, dass Sie Regisseurin werden wollten? War das schon so im Sandkasten? Sagen, ich krieg die Schaufel und du machst, was ich will? Ja, ja, es gibt ja so tolle Regisseure, die schon im Mutterbauch schon mit so einer Videokamera durch die Gegend gelaufen sind. Also ich habe eigentlich mit Kunst weniger zu tun gehabt, weil ich eigentlich aus dem Arbeiterhaus komme. Also meine Eltern sind Arbeiter. Und für meine Eltern war Kunst immer etwas, was brotloses Erwerb ist. Deswegen ich komme ja eigentlich aus Hamburg, bin aus Hamburg abgehauen sozusagen nach Berlin und habe so einen ganz schwierigen Fach studiert, das nennt sich Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation. Aua. Also mein Vater wusste nie, was das ist. Ja.
Ich eigentlich auch nicht, aber es war irgendwie so, man konnte halt alles studieren. Also nicht, was irgendwie wissenschaftlich war, sondern alles Kreativen. Also es war in der HDK und somit konnte ich alles Kreative studieren. Und ich bin durch Zufall, wie das manchmal so ist, reingerutscht. Haben Sie irgendwelche Vorbilder, als ja, Regievorbilder, wo Sie sagen, das ist eine Ästhetik, eine Erzählweise, die mich interessiert? Da gibt es ganz viele, aber ich kann Ihnen wirklich sagen, ich bin wirklich irgendwie in diese Sache reingefallen. Es gab mal eine Aufnahmeprüfung damals bei Haag Boom, das hieß Filmakademie. Und da wurden so Schauspieler gestellt, ein paar Bücher, und es war für mich wirklich nur so ein Abenteuer. Und dann sollte ich plötzlich schneiden und so ein Kram. Und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, ich wusste gar nicht, was ein Regisseur ist. Ich dachte, das ist einfach toll, es spielt sich toll mit den Schauspielern. Und dann war ich in dieser Traumwelt. Dann haben die mir so ein Schneidesystem gezeigt. Ich habe noch nie in meinem Leben geschnitten. Und habe den Kameramann an dem Hosenbund festgehalten und habe gesagt, du, ich führe dich hin und her. Der war dann auch verwirrt. Und dann sagte Haag Boom immer so einen Satz wie, ah, Sie machen jetzt Ballhaus nach. Der saß auch in der Jury. Ich dachte, Ballhaus, ja, es gibt in Berlin Ballhäuser. Ich wusste gar nicht, dass das der berühmte Kameramann ist, der immer irgendwelche Kreisel macht. Ich hatte keine Ahnung. Und dann gab es immer so tolle Fragen wie, warum fangen Sie mit dem Ohr an? Da dachte ich, naja, der Mann telefoniert und deswegen dachte ich, fange ich mit dem Ohr an. Und dann meinte er, ja, David Lynch, ne? Ich wusste überhaupt nicht, wer David Lynch ist. Also, ich bin nicht der Prototyp. Ich, wie gesagt, mein Vater hat in der Fabrik gearbeitet, meine Mutter hat geputzt. Ich bin zufällig da reingekommen. Aber seitdem dran. Also, lange Durststrecken. Ich glaube auch, dass das ein Mehr ist, dass es so klassische Wege dahin gibt. Die Wege sind, glaube ich, sehr unterschiedlich. Naja, es gibt immer diese Akademie oder man studiert. Ich durfte ja auch nicht zu Ende studieren, ist aber eine andere Geschichte. Sind Sie rausgeflogen da bei Herr Haag Boom? Oder? Ja. Also wollen Sie das auch noch erzählen? Nein. Wie es dazu kam? Ich verzeihe. Also ich, oder ich, so. Naja, dann können Sie es ja erst recht erzählen. Ich darf ja Filme machen. Also ja, okay. Kann, ne? Also, Haag Boom darf das nicht mehr. Das weiß ich nicht, aber was sagt man so schön christlich, islamisch? Ich kann vergeben, ich habe vergeben. Das freut mich für Haag. Können Sie trotzdem sagen, was für Sie wichtige Filme sind? Können Sie das sagen, die Sie vielleicht geprägt haben? Oder ist es eigentlich mehr tatsächlich das eigene Leben? Da kommen wir eben später mit Ihrem Film noch drauf. Also klar, es gibt manchmal, also wenn man durch Festivals läuft, also ich habe mal in Japan eine Woche lang nur Filme geguckt und ich wusste gar nicht, wo meine Augen mehr sind. Und das waren Filme, deren Sprache ich gar nicht verstanden habe. Aber deren Namen kann ich gar nicht sagen. Aber Filme haben ja mit so vielen Sachen zu tun. Es gibt tausende von Meistern, aber es ist wie jeder Mensch, so unterschiedlich. Und jeder hat irgendwie eine Handschrift und das ist besonders. Also ich würde jetzt nicht sagen, einer führt mich durch mein Leben. Das stimmt nicht. Also Nee, ich finde ja auch, ein guter Film ist schon ein gutes Daumenkino von 2,5 Sekunden, wenn die Idee gut ist. Okay. Oh, jetzt höre ich mich. Genau. Wir auch. Sind für Sie Festivals wichtig? Auf jeden Fall. Also das ist Publikumsnähe. Und ich habe jetzt zwei Filme gemacht, mit denen ich eigentlich gerne und sehr oft durch Deutschland gewandert bin, an Orten, wo ich selber noch nie war. Und das war schon interessant. Und wenn man auch so international auch reisen darf, jeder den Film irgendwie anders sieht, ist schon sehr spannend, klar. Und Hamburg natürlich auch. Klar. Ja, Hamburg ist natürlich Heimspiel. Ist das Ihre Heimatstadt? Ist Heimat, klar. Und umso schöner eigentlich dann hier zu laufen, ne? Absolut. Kann ich mir vorstellen, also ich komme immer, aber so komme ich natürlich auch gerne. Genau. Ich komme jetzt zum zweiten Block. Es gibt insgesamt vier Blöcke und einen Abschlussblock. Und zwar, da geht es jetzt mehr so um die Entwicklung und das Entstehen von Filmen. Ja, wie starten Sie normalerweise Ihre Projekte? Oder wie haben Sie beispielsweise dieses Projekt gestartet? Wie ging das los? Sie hatten eine Grundidee vielleicht, Sie hatten diesen Roman vorliegen, es gab ein Drehbuch. Ja, bei diesem, es ist immer unterschiedlich, aber bei diesem war es so, es gibt einfach eine Schauspielerin, Haag Boom Zeit, ein Film, der nie zu Ende gedreht wurde. Und es gibt einfach eine Schauspielerin, Idil Üneş, die ich sehr liebe. Und es war immer so, dass ich immer nach einem Stoff gesucht habe, um mit ihr zu arbeiten. Und als ich diesen Roman in der Hand hatte, war sie schwanger mit dem zweiten Kind. Das ist jetzt mittlerweile, ich weiß nicht wie alt. Und so fing es an. Es gibt einfach manchmal Gedanken. Manchmal ist es nur eine Musik oder nur eine Szene, die einprägt. Oder ein Gefühl oder eine Emotion, in der man gerade in seiner Phase ist. Hier war es eigentlich der Ausschlaggebende, wirklich die Schauspielerin. Die wirklich wunderschön ist. Also wer den Film verpasst, selber schuld. Ist wirklich schön. Kann ja, ich möchte also euch alle bitten, euch heute Abend um 19.30 Uhr davon zu überzeugen im Cinemax 3. Wie, ich sehe euch da nicht. Ich gucke genau hin, wer da nachher nicht kommt.
Sie haben aber dann diese interessante Geschichte, ist Ihnen über den Weg gelaufen, die Sie dann adaptiert haben. Haben Sie das Drehbuch geschrieben oder wurde das gemacht? Nein, es ist eine Auftragsproduktion. Das heißt, Ruth Thoma hat das Drehbuch geschrieben. Und ich kannte die Romanautorin, für mich war sie verrückt. Weil ich kannte sie vorher auf irgendwelchen Partys und da meinte sie, oh, die besten Männer für mich, also sie als Türkin, der muss blond sein, der muss deutsch sein, der muss blaue Augen haben. Dann meinte ich, Hatice, du hast einen Knall. Und dann hat sie darüber noch ein Buch geschrieben. Dann habe ich gedacht, naja, wenn man so einen Knall hat und sowas schreibt, dann ist es nur besonders. Also ich bin noch nicht auf den Trichter gekommen, ob wirklich der Mann blond und blauäugig sein muss, aber ja, so eine türkische Leidenschaft soll er auch noch haben. Also. Und sind Sie dann auf Wüste zugegangen mit der Idee oder mit dem ganzen Projekt oder wie ist das entstanden? Wieder Haag Bohnzeit. Ich bin damals über Fatih an Ralf Schwingel habe ich dann kennengelernt. Ja. Und seitdem gibt es eigentlich immer sehr viel Produktion, mit denen ich mit den Jungs zusammengearbeitet habe. Okay. Ich habe noch mal so eine Frage hier. Worin liegt aus Ihrer Sicht zumeist die größte Schwierigkeit bei der Realisation eines solchen Filmprojektes? Das ist auch wieder schwierig, aber es ist... Also und zwar bezogen auf Kino oder bezogen auf Fernsehen. Machen Sie auch Fernsehen? Das ist ja so eine... Wir sind da ein Zwitter. Also man hat uns Fernsehen Geld gegeben, aber wir strahlen wie Kino. Ja, das muss man erst mal hinkriegen. Ja, mit wenig Geld. Und viele, die Schauspieler sind, wissen, wie das, was es heißt. Darf ich noch einen Tee? Nein, wir haben gar keine Zeit. Wir müssen die andere Richtung erstmal abdrehen. Also so fängt es an. Also meistens liegt es wirklich daran, dass die Leute, die an den Geldern sitzen, ja, nicht immer glauben oder Angst haben. Also an diesem Projekt lag es wirklich auch darin, Hauptdarstellerinnen oder die ganze Hauptdarsteller-Liga ist ja eigentlich türkisch. Also eigentlich sind die deutsch, aber die haben halt Namen, die man vielleicht nicht aussprechen kann, aber die sind hier geboren. Das war halt ein bisschen ein kleines Problem. Aber wenn man den Film sieht, fängt man nicht darüber an, nachzudenken, oh, sind die Hauptdarsteller jetzt deutsch? Weil die reden ja sowieso die ganze Zeit deutsch. Also das wäre jetzt noch eine Frage von mir gewesen, wie Sie überhaupt zu dem ganzen Cast gekommen sind. Also abgesehen natürlich von Ihrer Hauptdarstellerin, die Sie schon sehr früh da... Liebe. Also ich verliebe mich in Schauspieler. Ja, das ist schön. Das ist wichtig. Ich möchte mit Ihnen arbeiten. Ja. Okay. So fängt es an. Ja. Richtiger Mann, so fängt es an. Nein, also wenn ich mich dann, es gab ja auch bei dem, der den Vater gespielt hat, der Adnan Maral, der ist ja gleich alt wie sozusagen die Tochter, ja, und da gab es auch immer Bedenken, dass sie gesagt haben, Mensch, der kann das nicht und so, und der war in München, hat den Dreh und ich habe gesagt, Adnan, ich komme rüber mit einer Kamera, das geht nicht irgendwie, ich drehe, mein Regisseur will nicht, ich hätte es auch nicht gemacht als Regisseur, ehrlich, ich habe gesagt, ich komme nicht als Regisseur, ich komme einfach so vorbei. Und dann sind wir hinten irgendwie in den Warteraum mit einer kleinen Kamera, die ich heimlich reingeschmuggelt habe. Eine Schauspielerin, die auch um die Ecke war. Und dann haben wir Vater, Tochter gespielt. Damit ich Leute überzeugen kann, die noch gesagt haben, Mensch, der ist zu jung und so. Und der Mann ist mutiert. Der hat einfach einen Pullover von seinem Vater angezogen und wurde 60. Ich fand das cool. Und habe gesagt, wow, wir haben kein Geld für Maske. Perfekt. Also das ist der Kollege, der den Vater spielt. Absolut. Das ist wunderbar, wie er den Vater spielt. Ich finde auch die Mutter hinreißend. Ja. Auch Liebe. Wollen Sie über diese Schauspielerin noch ein paar Sätze sagen? Ich finde die ganz toll. Also das ist Şiir Eloğlu. Şiir heißt Gedicht. Ihr Vater war Schriftsteller. Und mit Şiir war es so, Şiir kannte ich aus Berlin. Man kennt so in dieser türkischen Szene Schauspieler. Und es gab nie irgendwie irgendwelche Verbindungen. Und irgendwie, da war sie hat auch fast das gleiche Alter unserer Hauptdarstellerin. Und dann hieß es, kann sie auf alt? Und dann haben wir so eine Probe gemacht und bei der Probe hatte sie so eine rosa olle Strickjacke von ihrer Oma aus Anatolien. Das hat gereicht. Die ist dann auch gemorpht und dann wurde es immer irgendwie, also das war nicht mehr diese glänzende Diva, das war dann plötzlich so eine komische, ulkige, türkische Mama, die irgendwie eigen ist, aber man verliebt sich in sie. Ja. So ist Absolut. Das. Eine Strickjacke aus Anatolien und schon bist du 30 Jahre älter. Das ist Schauspielerei. Nein, ja. Das ist ja wirklich so. Ja. Toll. Also wer mir nicht glaubt, soll den Film angucken und soll mir sagen, sie sehen nicht älter aus. Also das ist schon... Und wir hatten kein Geld für Maske, also das war schon schwierig. Wie lange hat sie dieses Projekt begleitet? Also jetzt mal vom tatsächlichen Anfang zu Haag-Bohms-Zeiten bis zur ersten Premiere? Also 4 Jahre habe ich gebraucht. Ich habe ein paar Jahre haben wir jetzt verbracht, irgendwie eine Produktionsfirma zu finden. Und ich kannte ja Ralf Schwingel. Der hat dann gesagt, nein, wieso schon wieder sowas? Und Ralf, du musst das machen. Der Typ hat es geschafft, abzuhauen. Der ist nach Barcelona abgehauen, wollte Urlaub machen, weil er dieses Projekt, weil er meinte, ah, da muss ich Geld reinstecken, das können wir jetzt nicht machen. Ich bin ihm gefolgt.
drei Tage Barcelona. Ich habe Barcelona nicht gesehen, aber ich habe seinen Urlaubsort gesehen. Ich war drei Tage da, bis dann seine Frau, meine Agentin, gesagt hat, Buket, ich glaube, du hast ihn soweit, du kannst wieder nach Hause fahren. Und dann hat er ein bisschen Geld reingesteckt. Also ein bisschen ist wenig gesagt, er hat wirklich viel Geld reingesteckt nochmal. Okay. Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie jedenfalls keine, die jetzt regelmäßig oder häufig für TV-Produktionen dreht. Nein. Und insofern sind auch Fragen, die hier teilweise stehen, wie wichtig ist für Sie eine Quote, eigentlich egal. Ja, also ich kann natürlich persönlich, denke ich, das sind irgendwelche 30, 40 Leute, die da in Deutschland verteilt irgendwelche Geräte haben und die sagen dann über meinen Film, ob er jetzt irgendwelche Zahlen gemacht hat und ich finde das Blödsinn. Aber natürlich ist es so, wenn du irgendwie, also der Film wird dann irgendwie im Fernsehen gezeigt und es ist das Leben, wenn er eine gute Quote macht, dann kommen halt diese Leute, die sozusagen das Geldköfferchen in der Hand haben und dann darfst du halt deine Träume realisieren. Also das ist so. Das ist ein doofes Spiel, aber es ist die Realität. Ja, das hat mit dem Medium, glaube ich, zu tun. Das Medium, ja. Medium Fernsehen, ja. Ist eben das, was es ist. Genau. Und deswegen hat auch der Musikantenstadel eine irre gute Quote. Wahrscheinlich. Ja, natürlich. Muss man gar nicht verbittert drüber sein. Nö, man kann schunkeln. Nö, ich stelle mich auf die Mönckebergstraße, sage ein Gedicht auf, da habe ich auch eine gute Quote. Ich komme jetzt mal zum dritten Block. Okay, cool. Welches sind für Sie die wichtigsten Eigenschaften eines Schauspielers? Vertrauen. Also, dass er vertrauen kann. Dass er mir vertraut, aber ja. Anderen vertrauen weiß ich nicht. Naja, klar, in dem Fall natürlich mir. Ja. Ja, klar, weil manchmal fordere ich von Schauspielern Dinge, wo ich genau weiß, das ist eine Grenze, die sie eigentlich innerlich haben. Und es juckt mich, wenn ich merke, dass jemand eine Grenze hat. Weil ich natürlich will, dass ich, also ich suche nach den Dingen natürlich, die besonders sind und die da dahinter sind. Und, aber ich will nicht zwingen und deswegen erwarte ich Vertrauen. Nee, leuchtet mir sehr ein. Man muss natürlich, genau, man muss als Schauspieler verstehen, was die Fantasie ist, die gespielt werden manchmal soll. Manchmal muss man es auch nicht verstehen, sondern man muss vertrauen. Oder einfach nur vertrauen, ja. Mhm. Nee, nee. Also es gibt ja das innere Auge, so. Das befindet sich genau zwischen den Augen. Und dieses innere Auge, das ist ja bei Schauspielern, ich kann es total nachvollziehen, dass man auch einen gewissen Überblick und eine gewisse Verständnis dafür hat, wie man selber wirkt als Schauspieler. Aber manchmal ist es einfach auch wichtig, dann dem Regisseur zu vertrauen. Also das ist, und dann muss man dieses Auge zumachen und einfach vom höchsten Turm runterspringen und vertrauen, dass da wirklich die Regie ist. Und da wäre ich, bin da. Aber das muss man mir geben. Wichtig. Natürlich erwarte ich auch, dass man über meine Witze lacht, aber das tun die nicht immer. Aber es ist okay. Also Vertrauen ist schon das Wichtigste für mich. Na, es ist ja auf der anderen Seite natürlich auch ein Wechselspiel. Ja? Das heißt, aus diesem Vertrauen erwächst ja dann wieder was Neues. Und wenn das möglich ist, so zu vertrauen, dass man gleichzeitig die eigenen Gedanken damit einfließen lässt, die eigenen Fantasien und frei atmen kann dabei, dann kann es ja auch sein, dass Sie möglicherweise, wenn Sie vertrauen, auch überrascht werden vom Schauspieler, von dem Sie das, was er jetzt gerade macht, überhaupt nicht erwartet hätten. Ja, also ich versuche meistens, bevor Menschen an mein Set kommen, dass ich mich vorher mit denen treffe. Und wenn ein Vertrauen noch nicht da ist, dann erwarte ich eine gewisse Loyalität. Also zum Projekt und zu mir, weil ich muss ja mit jemandem arbeiten und wenn jemand mir seine Tür nicht aufmacht, kann ich nicht reinkommen, ganz einfach. Ich muss ja nicht komplett irgendwie alles haben, aber ein gewissen Kommunikation muss da sein und das hat was mit Vertrauen zu tun. Also wenn man eine gewisse Rolle spielt oder, also jetzt mit meiner Hauptdarstellerin, es ist wirklich, sie ist sehr intelligent und viele Dinge fand sie halt nicht intelligent. Kann ich auch verstehen. Und ich habe dann immer gesagt, ja, das verstehe ich, aber du musst deinen Kopf abschalten, das ist eine Komödie. Da geht es nicht darum, dass ich jetzt eine Wissenschaftlerin erkläre, sondern es geht um eine Frau, die einfach auch mit ihrer Körperlichkeit anders umgeht. Und da muss man jemanden führen. Und das war für die Schauspielerin nicht immer einfach. Was hassen Sie an Schauspielern am meisten? Steht hier. Hassen? Steht es wirklich? Kann ich da ja, nochmal gucken? Nein, ich sehe nicht. Was ich hasse? Oh, was hasse ich? Ich liebe Schauspieler. Das ist eine unmögliche Frage. Ich habe sie jetzt mal vorgelesen. Ich finde die unmöglich. So also, was kann man nicht mit fragen. Den Typen, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, also die Familie, den Kern dieses Films gemacht haben, ich war so verknallt in die, dass ich im Grunde genommen jetzt eine Serie rausgestampft habe. Ich mache mit denen eine eigene Serie. Und das wird im Internet zu sehen sein.
So sehr, also wenn ich mich verliebe, dann richtig, ja, und das ist mir mit denen extrem passiert. Hassen, ich glaube, wenn man mir nicht vertraut oder mir das Gefühl gibt, man vertraut mir und dann merke ich, ich komme da nicht ran, dann kommt schon so Hassgefühle. Aber das spürt man bei mir leider zu oft, also das ist dann irgendwie, dann gibt es aber gleich Gespräche, das ist die deutsche Seite von mir, dann reden wir. Das hilft aber. Don't call us, we call you. Ja, aber bevor man kennt, das ist, Film ist wie eine Familie, also da muss man sich ja nicht irgendwie was vormachen. Nee, das ist ja ganz klar. Und dann, wenn man merkt, da gibt es jemanden, der irgendwie irgendeinen Kummer hat, also wir hatten eine Schauspielerin, die ist echt sexy und die sollte ein Kopftuch tragen. Vorher hieß es, ja, kein Problem, ich mache das für die Rolle. Ich dachte, ja, super. Und dann gab es so eine Phase, wo sie dann dachte, ja, aber gibt es nicht eine Szene, wo ich mal ohne Kopftuch, ich sage, Mädchen. Ist das die älteste Tochter? Ja, aber es ist dann schwierig, weil man, das ist ja auch eine Rolle, die etwas erzählt. Die ganz rechts auf dem Plakat. Genau, es ist, hat ja was mit dem, diese Abler, das ist die Rolle, die sie spielt, die verkörpert ja was. Und dann haben wir so lange gedealt miteinander, bis ich dann gesagt habe, okay, im Bett trägt sie kein Kopftuch. Dann habe ich eine Bettszene reingeschrieben. Ja, ihr lacht, aber das ist halt Diskussion und Kampf. Und dann meinte sie, das reicht mir nicht. Und dann dachte ich, oh Gott, na gut, wenn du dich zurecht machst, dann hast du auch kein Kopftuch. Und das waren die zwei Bilder, die ich hier gegeben habe. Das ist dann natürlich die Diskussion, aber die ist echt wirklich Gold. Die ist in die Kabine, hat sich dieses Ding gemacht, hatte wirklich so ein Mini-Teil und stand vor mir und meinte, Bukett, das ist für Allah. Das da unten ist für Deutschland. Ja. Yeah. Ich hätte gedacht, dass sie sagt, das ist für Frankreich. Aber sie sagt, nein, für Deutschland. Nein, ist für Deutschland. Ja, super. Frankreich ist ja komplett Kondom. Das ist noch eine andere Geschichte. Oh, stimmt. Ja. Ich muss total auf die Uhr schauen. Es ist schon 18.22 Uhr. Ja, ja. Wahnsinn. Also ich wollte noch so viel wissen. Weil ich noch was anderes. Ich habe jetzt nicht Hollywood und ich werde nicht mit dem Helikopter abgeführt. Ich fahre dann zum Dammtor, Cinemax 3. Da läuft nämlich mein Film und meine Schauspieler sind alle tierisch aufgeregt, weil keiner von denen den Film gesehen hat. Und ach, die sehen ihn alle zum ersten Mal heute? Ja, und meine Hauptdarstellerin hat schon ihren Kerl mitgebracht, also die hat komplett Lampenfieber, hat mich immer angerufen, ich habe mein Telefon ausgestellt. Das verstehe ich, die stirbt. Aber deswegen, ich halte Händchen und deswegen ist es und wichtig. Wir müssen pünktlich aufhören, da ist auch noch eine Demo zwischen uns und dem Dammtor. Ah, cool. Sie müssen echt, wahrscheinlich. Ah, okay. Hier sind immer irgendwelche Demos oder jemand fährt Rollschuh oder so. Jetzt unbedingt wollen wir natürlich noch auf den Film ein bisschen zu sprechen kommen. Die letzte Zeit, die wir haben, finde ich total wichtig. Hier hinten sind noch so andere Fragen. Ich sage schnell weg, was wir streichen, sage ich schnell. Okay. Und zwar ist da zum Beispiel, vollenden Sie den folgenden Satz. Ich könnte weinen, wenn... Und so, ne? Das ist wieder so eine Abiturfrage. Eine ganze Liste, ich wusste das. Mein Abitur war nicht gut. Brad Pitt ist... Also das machen wir nicht, ne? Nee, danke. Okay. Wir reden über den Film. Ja, super. Und, da hier steht die Frage, das ist auch eine total gemeine Frage, aber wir kommen zum Thema. Warum sollte ich mir heute Ihren aktuellen Film anschauen? Weil das Spaß ist. Ganz viel Spaß, wirklich. Und man kriegt Hunger, also man kriegt wirklich Hunger auf türkisches Essen. Und man lernt eigentlich eine tolle Familie kennen, wo man eigentlich sagt, okay, Teil 2, habe ich auch schon eine Idee. Also mein Bruder hat eine Titelidee, er meinte Hassan mit scharfer Soße, aber das ist schwierig, weil mit Hans mit scharfer Soße. Aber ich denke Teil 2, wo man mal die Geschichte bekommt, was passiert denn, wenn eine Türkin mit einem Deutschen verheiratet ist oder mal zusammen ist. Also meine Geschichte ist, und mein Kerl ist ja auch deutsch, wenn ich einkaufen gehe und er kommt mit seiner Schweinewurst und die Kassierin ist Türkin, dann habe ich Stress. Dann habe ich echt Stress. Und die Türkin guckt mich streng an und sagt, in meine Kochtöpfe kommt kein Schwein. Bis jetzt nicht. Aber jetzt hat mein Sohn vor, dass wir unbedingt Wildschwein kaufen sollen. Und das muss in meinen Kochtopf natürlich rein. Also da gibt es so viele Geschichten, die kann man in Teil 2 erzählen. Genau. Ich muss unbedingt das mit dem anatolischen Dorf noch erklären, weil ich eingangs gefragt habe, ob sie in ihrem Hinterkopf ein anatolisches Dorf hat. Und in diesem Film ist es so, dass die Hauptfigur, die hat ein anatolisches Dorf im Hinterkopf. Jedes Mal, wenn sie beispielsweise einen zu kurzen Rock anzieht, dann sind so vier kleine Figuren auf dem Tisch, die sagen, das kannst du doch nicht machen, was spinnst du, das ist doch viel zu knapp, der Rock. Hier, das geht gar nicht. So vier kleine Figuren so, beschweren sich wahnsinnig über sie. Zwei Männer, zwei Frauen sind das, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Und die tauchen immer auf, wenn sie irgendwas falsch macht und beschimpfen sie oder so. Und die werden auch mal rausgeschmissen, so dass sind diese vier Figuren und die haben Sie auch im Hinterkopf
Mich hat es insofern tatsächlich berührt. Also ich erinnere mich an Äußerungen von dem Erdogan vor ein paar Jahren, wo er das abgelehnt hat, dass Türken sich in Deutschland assimilieren sollen. Das wäre ja der blanke Faschismus. Und da habe ich angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, was das eigentlich ist mit diesem Thema. Und ich finde diesen Film unheimlich berührend, was das betrifft, was Türken, die zum Beispiel einfach in Deutschland aufgewachsen sind, die dieses Leben hier leben, dass sie aufgespannt sind eigentlich dann doch zwischen der Familie, die noch sehr auch verhaftet ist an vielen Dingen, die in der Türkei einfach normal sind und die man hier eigentlich abgestreift hat. Und dann hat man diese Elterngeneration und der Vater, der sagt, pass mal auf, hier in dieser Familie gibt es 3 Töchter und die 2. heiratet nicht vor der 1. Ende. Keine Diskussion. Und die 1. kriegt aber keinen Mann. Und die 2. ist schwanger und hat einen Mann und darf nicht heiraten. Davon handelt dieser Film. Und dann versucht diese 1., die keinen Mann findet, den Vater zu bescheißen. Da hat sie einen schwulen Freund. Aber jetzt nicht den Film erzählen. Naja, also, sorry, aber hey. Ich versuche ein bisschen anzuteasen. Der Film läuft bald. Naja, ja. Ich versuche ein bisschen anzuteasen. Ich verrate auf keinen Fall den Film. Ich tease nur ein bisschen an. Und ich wollte einfach nur sagen, dass mir das sehr gut gefallen hat. Was wünschen Sie sich für Ihre heutige Aufführung? Also ich habe gehört, wir haben einen einzigen Verleih im Publikum und ich habe mir für diesen Abend gewünscht, dass der Verleih auf mich zukommt und sagt, na, hätten Sie Lust, dass Sie ins Kino kommen? Und ich würde sagen, ja. Also das wäre schon schön. Und wegen den Anatolen mit Erdogan weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht zu Erdogan was sagen, weil das wäre nicht schön. Aber was ich zu den Anatolen sagen kann, für mich ist es universell, weil auch jemand, der aus Bayern kommt, oder aus Sachsen, der kennt ja auch Eltern, ne? Oder du kommst aus Buxtehude, da hast du auch Eltern, die dann sagen, hey, Pinneberg reicht ja auch manchmal schon, ne? Wo dann sagen, ey, wie läufst du denn rum und so. Und das ist im Grunde genommen, sind es ja nur Menschen, die dich immer beeinflussen, was du in deiner Kindheit mitbekommen hast, was du darfst, was du nicht darfst. Darum geht es. Und da glaube ich, es ist egal, aus welcher Kultur du kommst, weil du kannst es ja verstehen. Deswegen hast du, ich glaube, wir sind bei du, ne? Jetzt sehen wir es dann. Ah, jetzt sind wir es dann. Du hast gefragt, ob wir nicht zusammenarbeiten können, dann kann ich dich auch Dusch sagen. Natürlich. Da denke ich, dass jeder da ein Gefühl dafür kriegt, auf jeden Fall. Aber der Vater ist ja auch nicht streng, also der hat ja auch eine Absicht, der hat einen Überblick, warum er seiner Tochter das und so. Das ist sehr schön, er ist ganz charmant, stinkbeleidigt. Das ist ganz toll, er ist wahnsinnig stinkig. Er hat jeden Morgen, wenn ich ans Set gegangen habe, gesagt, Adnan Madal, hör auf zu lachen. Weil das ganze Team, wirklich das gesamte Team, war wie so kleine Hündchen, die haben nur gewartet, dass er wieder so einen Gag bringt. Und ich habe immer gesagt, du darfst bitte, du darfst nicht, oder der hat irgendwelche Geräusche gemacht, schon hat es gereicht. Und es explodierte. Es war echt schlimm. Aber ich liebe ihn über alles. Ich glaube, dass die Zuschauer ihre Schauspieler auch lieben werden, wenn sie den Film gesehen haben. Mhm. Also meine Empfehlung habt ihr. Es ist halb. Und die kommen alle. Da vorne. Ja, die sind alle da. Die sind alle da. Und sind alle ganz hübsch angezogen. Also ich auch. Ich laufe sonst normal nicht so rum. Aber wir kommen auch. Ich darf dir noch ein Geschenk überreichen. Oh. Und zwar ist das ein schönes Poster. Aha. Da sind alle interessanten Hamburger Schauspieler. Ich übrigens auch drauf abgebildet. Ich glaube auch. Das kann man da nochmal sehen. Ah ja, wow. Falls Sie mal Film besetzen müssen, hängen Sie sich das übers Bett. Ich bin im Internet immer auf der Seite. Bei dem Plakat muss ich jetzt aufpassen, dass mein Sohn nicht Spider-Man draufmalt. Aber ich okay, werde das könnte aber. Nein, drehen Sie es um, dann kann er Spider-Man draufmalen. Herzlichen Dank. Viel Erfolg mit dem Film. Dankeschön. Tschüss. Bukit, à la couche.